Und du warst gerade etwas lauter. Ja, nein, ja, der Herr Hase ist wieder da. Das war nur meine Möglichkeit, damit ich selber was hören konnte und was abspielen konnte. Und so, diese Methode hat dafür gesorgt, dass der Herr Hase nicht zu hören war. Nee, ich bin einfach nur schreiend weggelaufen vor dem Gitarrenriss. Nein. Ja, so viel zu den besten Kommentaren von dir. Ja, dieser super Satz. Sie war einfach nicht mehr da. 9 von 10 Personen und Nase und Ecke Ja! fanden die Gitarrensongs sehr schön. Danke. Habe ich jetzt zum dritten Mal gebracht. Das finde ich nicht mehr so gut für mein erstes Mal, aber die Zuschauer haben es zum ersten Mal gehört. Okay, richtig. Richtig. Oh, da ist jemand am Verdursten. Und will ein Getränk haben. Ja, das lese ich jetzt nicht vor. So. So, Moment, apropos gedursten, verdursten, ich will dann nämlich auch das mit den anderen machen. Also ich will, dass alle verdursten. Nein, ich gehe nämlich gleich ganz nach oben. So, jetzt kann ich ja das Spiel wieder lauter stellen. Wenn es denn so wäre. Hä? Wieso ist das jetzt auf einmal? Die Gitarre hat einfach alles zerstört. Ja, wahrscheinlich. So dieses ganze Setup, was ich da gemacht habe, das war nicht so gut, aber ich krieg das wieder hin, dass wir wieder Sound haben. Ja, wir So. sind dabei. So, hä? Ja, was heißt wir? Du bist dabei. Ich leiste bloß moralischen Beistand. Richtig. Ach, da ist mein Desmume. Und. Das höre ich sogar jetzt. Ja? Ja, ich höre es ganz leise. Ja, eben, weil ich hatte es gerade so laut, dass es so leise war bei dir. So, Hintergrundmusik ist da. Wenn du nach Safronia City willst, dann kannst du jetzt gehen. Sowas nennt man vorbereitetes Live-LP. Naja, wir haben es ja vorbereitet, dann haben wir ein kleines Intermezzo gemacht und dann, ja. Und so war es halt, ne? So, ab ins höchste Geschoss bitte. So, in die Nummer 4. Naja, ich dachte mir einfach so, man hat dich zwischenzeitlich nicht gehört, dann hört man mich auch mal nicht. Ja. Oh Gott, schon wieder das Quappo. Quappo. Da fallen mir Flammsturm, Feuersturm gegen Quappo. spontan diese ganzen Wortspiele ein von Pokémon Super Mystery Dungeon. Da haben sie bei der deutschen Oh Übersetzung die ganzen Quappo-Wortspiele gemacht, wie Quapsolut oh. und Quappala Quapp oder sowas. Quappala Ja, sie haben einfach überall Quapp vorne dran gehangen. Quapp. Oh nein, mein Tornupto sieht nicht gut aus. Ach, von hinten, ja, das tue ich so. Ah, ja, ein Volltreffer. Ah, das Ding hat eine Beere. Ich fasse es nicht. Es verstärkt seinen Fokus? Was? Nein. Bitte Lass nicht. deinen Fokus. Power Punch! Ich Oh, gut. glaube, der interessanteste Screen ist gerade links oben, also schauen wir einfach mal alle dorthin. Ja, bitte. Aber schön gemacht, ne? Erst ein bisschen Gitarre spielen und dann kommt der nächste wichtige Kampf. Haben wir quasi gut überbrückt. So, da geht's wieder nach unten. Da bin ich schon in Safronia City drin. Andererseits muss ich ja in einer Edition ja auch noch einen anderen Orden holen. Was? Power Punch ist ja übel. Okay, Flammensturm oder Feuersturm oder lieber Zerschneider? Ich glaube, lieber Feuersturm mal probieren. Es verstärkt seinen Fokus. Es Ja, ist. du müsstest aber nur dran, das Problem ist nur, du bist paralysiert. Oh fuck. Habe ich noch ein anderes Pokémon, was irgendwas ausrichten könnte? Ja, Nein. dieses Pokémon mit dem Brief. Ah, war ja. Kapo setzt Willenlaser Mist. auf den Brief ein und ist dann ganz vertieft darin. Ja. Puh, das kann auch was werden hier. Gut, Bam, Power Punches. So, okay. Versuchen wir es mal mit Mogelbaum. Aber ich glaube, Power Punches da. Auch sehr gut. du hast keinen Stream um 15 Uhr verpasst, es gab gar keinen. Ja. Das ist quasi der Stream um 15 Uhr. Richtig. Es setzt Hypnose ein, also gibt's doch nicht. Gibt's noch irgendwas, was ich.
Statusheilmittel? Genau, also Beleber, ah! Feuersturm trifft sehr selten. Ja, das ist richtig. Es verstärkt seinen Fokus, oh Gott. Es wird auch immer mehr fokusmäßig. Wenn das so weitergeht. So, erstmal hole ich mir jetzt einen nicht so leicht verdienten Orden. Und Tornupto kommt in den Kampf. Ja, mit Tornupto wäre es auch ein leicht verdienter Orden, aber das ist im falschen Spiel. Ja. Das ist richtig. Stell dir mal vor, dass du jetzt gehen, dass du einfach deine Pokémon in die Edition tauschen kannst, wo du sie gerade brauchst. Ach komm schon. Ja, das ist nicht so. Das ist jetzt nicht ganz so optimal, aber auch nicht schlimm. Oh, sie fragt sich schon wieder, welches Pokémon süß, kuschelig und pummelig ist. Welches Pokémon ist denn süß, komisch und pummelig? Ich gehe mal davon aus, dass was sie selbst einsetzt. War das nicht Pipi oder Pummeluff? Eins von beiden. Ah. Ah. Ich versuch's mal so rum durchzukommen. Ah. Ich war bis jetzt nicht zu Hause. Was habe ich verpasst? Soll ich mich jetzt nochmal wiederholen? Naja, wir haben Giovanni besiegt, ein bisschen Hühnchen, Roastbeef, eine Pizza. Ja, und was haben wir in den letzten 5 Minuten gemacht? Ein bisschen Roastbeef, Hühnchen, eine Pizza. Nein, ich setze kein Bootsticket ein. So, okay, Zerschneider und Body Slam und Zerschneider dürften eigentlich alle gut sein. Ich bin gerade gegen einen Level 4 Radfratz gestorben. Oh, das war aber jetzt nicht der Julian, oder? Top Percentage Rattata? Hä? Was? Na, hier hat jemand geschrieben, er hat gegen Level 4 Radfratz verloren. Oh nein. Er hat es ja selber nachgespielt jetzt. Oh weia. Was? Oh! Ich hoffe, es war nicht dieses Radfratz. Das Top-Percentage-Radfratz. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass dieses Radfratz gewonnen hätte. So, Feuersturm? Nein. Doch lieber, ich versuch's mal mit Feuersturm. Mal sehen, was macht ein Feuersturm nebensächlich noch? Verbrennen? Nicht sehr effektiv und dann... Es setzt Hypnose ein! Ja, es geht daneben! Okay, noch ein Feuersturm und dann haben wir es. Wieso? Ah ja, schön Typertrank. Oh, nö, oder? Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Los, brenne! Es tut nichts. Soll ich nochmal Feuersturm? Ich mach mal einen Feuersturm, ich gehe aufs Ganze. Nein! Ja, das musste ja irgendwann so kommen. Und Surfer! Oh, Alter! Oh, na egal, ich kann's noch ein paar Mal sterben lassen. Pokémon Buddhismus! Oh! Oh, das war ein guter Treffer. Ja. Naja, im Grunde ist das ja einfach nur einmal Beleber und Beleber und Beleber. Mhm. So, Tauros! Komm, stirb für Tornupto! Ja, im Grunde ist es ja nichts anderes. Oh. Ah, jetzt hat es aber den Angriff gesenkt. Ah, na immerhin. So, wir haben nämlich noch einen Beleber da. Zum Glück haben wir mal eingekauft irgendwann. So, jetzt noch auf den richtigen anwenden. Sehr schön. Oh, ich fass es nicht. Ja, der hat auch tüchtig eingekauft. Ja, hat er. Aber ich glaube, mehr als 2 setzen die für gewöhnlich nicht ein, oder? Nee, mehr als 2 nicht. So. Pokéball ist ausgewählt. Ich glaube nicht, nee, dass du Owei fangen willst. Ich will kein Owei. Ich brauche kein Owei. Ja, vor allen Dingen einfach nur. Und oh, Tauros ist Body Slamisiert, paralysiert. Wie oft kämpfst du eigentlich gegen Tantoxa da oben? Das ist bestimmt schon das 6. oder so, mindestens. Ach, das 20. Hier, Surfer gegen Quappo. Ja, ich wollte nicht setzen. Ja, H2O Absorber. Oh, dass das sowas hat. Das hatte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Okay. So, jetzt haben wir hier Power Punch auf jeden Fall. Ich bin... Oh nein. Eins meiner Pokémon ist doch nicht etwa vergiftet. Ach, komm schon, ich will es einsetzen. So. Und jetzt geht's erstmal hier weiter zu Erika. Wir haben den nächsten Dingskampf. Arena leichter Kampf. So, nochmal hier. Hoffentlich sind die Pflanzen noch ruhig dann. Komm schon, komm schon, komm schon.
haut ein bisschen gut rein, aber was wenn... Ah, hat seinen Fokus verloren. Sehr schön. Ja, genau. Wenn du jedes Mal triffst, dann kannst du nicht angreifen, wenn es zumindest die Attacke einsetzen will. Ach so. Es verstärkt seinen Fokus. Ja, wenn du jetzt triffst und das tust, du kannst nicht angreifen. Geil. Episch! Ja, jetzt wollte ich sagen, ich war gerade verwirrt, weil es da noch stand, aber stimmt. Du warst verwirrt! Ich dachte, dass die Meldung steht gleich, dass es nicht angreifen kann, deswegen war ich gerade verwundert, dass da Powerpoint stand. Aber gut, wir haben's! Jetzt müssen wir nur noch den Rest besiegen, glaube ich, wenn es einen gibt. Das hätte mich jetzt ganz schön aus der Bahn geworfen, wenn Powerpoint auf einmal anders funktioniert. Ja. Okay, Hardwick ist besiegt. Alter! Hardwick ist nochmal besiegt. Also manche Leute sterben gegen ein Level 4 Radfratz und ich... ich mache hier mehrere... Oh Gott, nein, mein Pisa-Floss war... wurde vergiftet. Ja. Von einem Tent-Oxer. Schöne an diesem Spiel ist, dadurch, dass es 4 Screens gibt, wenn mir was nicht auffällt, dann fällt es anderen Leuten auf. Genau. Nee, aber das ist mir aufgefallen zum Beispiel. Ich geh Umklammerung. Jetzt, ja. Ich gehe jetzt Eis essen. Okay, viel Spaß. Ja, viel Spaß mit Eis. Ich will auch Eis. Ja, das wird heute eh nichts mehr. TM1, Power Punch. Waren das nicht schon... Da kommt schon wieder Angela Merkel. Angela Merkel, ja. Und macht eine Umklammerung. Und Bisaflor kann endlich Zerschneider einsetzen. Und dann ist Angela Merkel zumindest ein bisschen weit weg. Rasierblatt oder Rankenhieb? Rasierblatt. Wir können jetzt aktuelle politische Themen einstreuen, aber das gehört hier nicht rein, deswegen. Nein, wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Das ist so eine Sache. Nein, wirklich nicht. Okay, so, jetzt sind wir hier. Dann will ich dir diese VM schenken. Ah, oh, VM2. Moment, aber ich ist das... will nicht weg. Oh, Nebula. Pizza. Ja, mit Body Slam wird das nix. Nee. Klingelingeling, Klarin, wer ist Klarin? Klarin ist dein, was war das? Irgendein Freund, Kindheitsfreund stand da. Oh komm, ich will mal wissen, was da so Sache ist. Hallo, hier ist Klarin. Klarinett. Was, wenn du einen Mogelbaum besitzt, dann nimm es einmal mit auf Route 36. Das wird sehr interessant. Inwiefern? Nun, das musst du schon selbst herausfinden. Rätsel. Ein Rätsel! Oh Gott, sollen wir uns da wirklich drum kümmern? Ich weiß gerade selber nicht, was er damit meint. Ja. So, Glut haben wir hier. Und Egelsamen! Aber Egelsamen wird wohl nicht funktionieren. Schätze ich. Ich finde es einfach so schön, die Julian ist einfach nur ein Teenager. Nichts Besonderes. Ja. So, erst einmal brauche ich Medizin für meinen Pokémon im Pokémon Center. Also einfach hinschreiben müssen, Julian, Top Percentage Rattata Trainer. Ja, genau. So, erstmal Pokémon heilen und wieder fit machen. Flora erlernt Rasierblatt. Was soll es vergessen? Tackle, Rankenhieb, Fädenbries oder Beschwörung? Flora soll Gurkenbrote vergessen. Gurkenbrote. Ja, Gurkenbrote. So, da hab ich die Medizin schon in dem einen Spiel. Aber ich werd nochmal... Die können auch vergiften. Oh, Julian ruft wieder an! Gurkenbrote können auch vergiften, wenn man sie isst. Zumindest wenn sie von Flora sind. Oh, was will der? Route 30? Ja, aber was ist das mit dem Mogelbaum? Ist das vor allem... Hab ich Mogelbaum in der Edition auch? Ja, der hat ja... Oder? Oder war das in der... In welcher Edition hatte ich denn Mogelbaum? Gucken wir mal. Also hier hab ich Mogelbaum. Ja, hast du es. Aber ich glaube in der anderen nicht, oder? Besitzt du einen Mogelbaum, hat er gefragt, ja. Das kann doch nicht heißen, dass du es hast. Ich hab eins, was? Ja! Ja. Gut. Oder Route 36. Okay, und jetzt brauche ich hier die Arznei. Ich muss hier eingestehen übrigens. Erika macht gerade die Abschlusssätze. Deine Stärke ist beachtlich. Du hast wohl ein bisschen gebraucht, sie zu finden. Ja, aber... ja. Ja, mei. Moment, hier gibt's das irgendwie gerade gar nicht. Hier gibt's nicht diese Medizin. Ja, schade, dass es niemanden gibt, der Mario heißt. Dann könnten wir jedes Mal, wenn er anruft, dann ist es ja Mario. Moment, aber wo... Hab ich die Medizin schon bekommen? Mm-mm. Sushi, du kannst... Geheimtrank, oh! Nee, oder? Heilt jedes Pokémon vollständig, dann ist es das wohl. Mhm. Dann hab ich den. Gut, dann kann ich ja wieder zurück.
Sushi, dann schau doch die Folgen, wenn sie denn für alle da sind auf YouTube. Mhm. Ja, oder so. Hm. Ah, Glurak Body Slam. Ach, Sushi, genau, ja, jetzt sehe ich es auch. Das ist ja Sushi. Essen wir es! Nein! Fangen wir es! Essen wir es! Das Pokémon! Es gab ja mal diese Gerüchte, dass es angeblich in der 5. oder 6. Region, eins von beiden, ich glaube in der 5. Sushi-Rolle und Chips-Tüte zu fangen gibt, aber das hat sich dann logischerweise als falsch rausgestellt. Oh. Na, das wär's noch gewesen. Ich hab dich über den Scherz erlaubt, den. Oh, da geht's gar nicht lang. Oder schon, aber nicht so, wie ich das wollte. Perspektivisch so aus, als ob der Opa gar nicht reinschauen könnte ins Fenster. Trotzdem sagt er, dass da lauter Mädchen drin sind. Ja, stimmt allerdings. Gibt es eigentlich einen Grund, warum du die Sounds nicht immer benutzen kannst? Ja, weil das hier nicht Layton vs. Ace Attorney ist. Und nicht Ace Attorney und nicht Layton. Und das Ganze so. Ja, weil. Ja, also ich mach das einfach nicht überall. Jedes LP das hat ja einen eigenen Charakter. Ja. Ja, Suicune gibt's da. Dann kommt aber Weezing oder Oisin, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, auch ganz seltsam. Ach, irgendjemand, der, also auf jeden Fall haut's ab. Mhm. Und tschüss! Genau, der kommt. Ach, der Typ, ey. Oisin, irgendwie so.